Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred, da ich ein, zwei Sachen leider verpennt habe und auch heute Morgen nicht da war. Gab es, wie ihr das ja wahrscheinlich gemerkt habt, leider keine 14-Uhr-Episode. Das soll uns aber jetzt nicht davon abhalten, hier noch jetzt ordentlich Sachen einzusammeln, beziehungsweise schon mal zu gucken, was denn hier schon mal alles auf uns zukommt. Also, magischer Preisnachlass, Hexentanz, bahnfrei, winzig und funkelnd, total barbarisch, also ziemlich viele Sachen, die hier auf jeden Fall noch sind. Warte mal, 5 Hexen, 9 Bowler, 56 Kobolde. Habe ich das überhaupt schon alles? Ich habe keine Bowler. Ich habe aber Hexen. Und ich habe vor allem auch, warte mal, 5 Hexen waren das, glaube ich, 56 Kobolde. Jetzt sind wir gerade mal bei 40 Kobolden. Boah, das ist ja ganz schön. Das ist ja ganz schön viel an Kobolden. Okay, es sind zu viele. 56 waren es, glaube ich. Ich will nicht mehr nehmen als notwendig. Eigentlich. So, das passt. Wir nehmen aber noch einen Sprungzauber mit. Passt soweit auch. Ich würde sagen, wir gehen auch mal direkt mal rein. Machen jetzt schon mal den ersten Angriff vorbei. Warte mal, lass uns mal eben die Preise einholen. Buch des Bauens, Buch der Zauber, Dunkles. Machttrank brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Hier nehmen wir den Trank mit. Und noch ein paar Juwelen. So, das sieht gut aus. Vor allem so viel Dunkles. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Wir haben in einer Stunde, glaube ich, schon wieder was frei. Wir gucken mal eben. Eine Stunde ist was frei. Kann ich noch was kaufen? Oh, es gibt neue Angebote. Es gibt neue Angebote. Ich kann einen Bauarbeitertrank kaufen. Und noch einen davon. Den werde ich jetzt natürlich direkt mal einschmeißen. Den Trainingstrank. Den Bauarbeitertrank auch. Den Bauarbeitertrank werden wir auch mal direkt einwerfen. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, wir gucken mal nach. Dann geht es nämlich etwas schneller. Ich muss unbedingt die Saisonbank noch ein bisschen füllen. Also sieht aktuell, vor allem was das Dunkle angeht, sieht das aktuell gar nicht gut aus. Weil ich nur solche Gegner kriege. Die kriege ich natürlich in 100 Jahren nicht kaputt. Schon eher. Oh. Ich glaube, den kriegen wir eher kaputt. Vor allem hat er ein bisschen Dunkles. Zwar nur 2400. Für mich ist das aber ausreichend. Rathaus 8 Niveau sind die Verteidigung. Ja, das sieht gut aus. Das sieht doch schon mal gut aus. Zack, zack. Und noch die, natürlich, die Gladi hinterher. Gladi soll schon mal ein bisschen aufräumen. König, tank bitte ein bisschen für meine Gladi. Das ist doch schön. So, der Mauervernichter fährt jetzt hoffentlich in Richtung Adlerdev. Und dann werde ich ihn gleich zünden, dann kommt der Loons raus. Weiter. Jetzt. Schon mal den Trank drauf. Mach bitte die puste es ruhig in die richtige Richtung. Vielen Dank. Vielen Dank, Luftfeger, dass du es direkt in die richtige Richtung gepustet hast. Ich finde das sehr gut. So, da schon mal zwei drauf. Leider kann ich die Gladi nicht zünden. Das bedeutet... Sie lebt ja noch ein bisschen. Ein bisschen lebt sie noch. Königin lebt auch noch. Habe ich überhaupt automatisches Zünden der Helden an? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das anhabe. Das wäre natürlich gut, wenn ich das anhätte. Weil wir uns dadurch ein bisschen Ärger ersparen. Wir gehen, glaube ich, jetzt gleich... von wo gehen wir vor? Zack, von da. Bootzauber. Freeze drauf. Und dann werden wir schon mal den ersten Drachen setzen. Die anderen Drachen da vorne hin. Drei. Komm. Hol dir. Holt euch den Turm. Holt euch den Inferno-Turm. Ist weg. Jetzt habe ich allerdings noch... Nein, wollte mich denn verarschen, Warden? Will der Warden mich denn echt wieder veräppeln? Da hat er doch tatsächlich wieder einmal nicht das in den Radius gebracht, was ich wollte. Aber, oh, der Drache auf der linken Seite. Der Drache auf der linken Seite schafft noch, das Elixierlager zu holen. Und vielleicht holt er sich jetzt sogar noch den Feger. Hol dir noch den Feger. Ja, der Feger ist ja schon weg. Perfekt. Da noch gefreezed. Oh, da vorne ist noch ein Feger. Die Feger des Todes. Ah, das so dunkel haben wir gar nicht bekommen. Wir haben das Dunkle nicht bekommen, aber zumindest vom Rest einiges. 2 Sterne sind nah dran am Liga-Bonus, am maximalen. 2 Sterne für den Sternenbonus? Würde ich auch mitnehmen. Ich habe gestern Abend noch eine Runde gezockt in diesem Account, weil ich mir dachte, du musst halt die Saisonbank hochkriegen. Aber es ist halt, wie ich das gesagt habe, ist es in diesem Account sehr schwer, das zu machen. Ich kann nicht hier so viel Dunkles farmen, wie zum Beispiel in meinem richtigen 12er-Account, dem Frederikson oder in dem anderen 13er, in meinem Main-Account. Da ist das alles einfacher. Da kann ich mal eben sagen, ja, ich farme mal eben ein bisschen Dunkles in Legend League. Kein Problem, 5000 pro Angriff. Das läuft, das kann ich hier nicht machen. Auch wenn wir jetzt gerade noch ein bisschen aus dem Bora holen. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass wir vielleicht noch ein bisschen in die Richtung da kommen.
Zumindest noch die Goldmine, aber die Hoffnung zerschlägt sich jetzt gerade. Dann werde ich den Warden sparen. Dann sparen wir ihn uns auf. Freuen uns über 800.000 plus den Bonus. Freuen uns über... Nein, keinen Sternbonus. Nicht verfügbar. No. Aber noch 30 Minuten. Dann ist die Goldmine fertig. Jo, das riecht doch nach 56 kleinen Fratzels, die wir auf die Menschheit loslassen. Beziehungsweise auf die anderen, im Multiplayer. Ich muss aber nochmal sicherheitshalber nachgucken. Wir haben 5 Hexen und 56. Boah, 12 Mal? Ernsthaft? Boah, leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch. Das ist aber ganz schön viel. Dann nehmen wir noch 2 Golems mit. Weil Golems sind zu teuer eigentlich. Die sind eigentlich ein bisschen zu teuer. Warum sind die mir zu teuer? Kann ich euch sagen, weil ich eigentlich das Dunkle ja gleich ausgeben möchte für irgendwas Cooles. Am besten irgendwie für den König oder für die Königin. Hallo, kannst du mal weggehen bitte, Zauber. Das wäre sehr freundlich von dir. Mauervernichter machen wir auch nochmal eben. Und jetzt gucken wir mal eben nach. Wie viel kostet mich dann unsere kleine Freundin, die Gladi? Wo ist die Gladi? Da ist die Gladi. Gladi. Was? Was? 104.000 kostet die? Ernsthaft? Ich dachte gerade, ich hätte mich verguckt. Ist hier was im Chat los? Danke, dass ich hier sein darf. Was ist denn so schlimm an danke, dass ich hier... Was? Er hat doch gar nichts... Hä? Es hat doch niemand was gesagt. Ich kann diese Kette jetzt, diese Diskussionskette jetzt gerade nicht hier, nicht nachvollziehen. Er hat sich beworben. Ich habe ihn angenommen. Oder hat irgendwer sonst noch was? Nö. Er hat sich beworben. Ich habe ihn angenommen. Dann schreibt er, danke, dass ich hier sein darf. Was ist denn so schlimm an, danke, dass ich hier sein darf? Ich habe keine Beleidigung geschrieben. WTF. Wieso hast du das geschrieben? Komisch. Es hat niemand was gesagt. Ich sehe nichts im Chat. Ich sehe hier nichts. Einfach mal durchdrehen, auch wenn niemand etwas gesagt hat. Ah, es gibt ja noch übrigens was. Und zwar die total barbarisch. 10 tobende Barbaren. Na komm, dann machen wir mal eben einen zwischendurch. Da soll das Nachtdorf ja nicht ganz verkümmern. Soggy Fry. 10, ja, ich nehme ja sowieso immer mehr. Weil ich ja hier kaum was anderes habe. Jetzt warten wir mal eben ab da oben. Ah, die hüpft leider nicht drüber. Die Bogi hüpft leider nicht drüber. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hätte mir besser gefallen, wenn sie noch über die Mauer gehüpft wäre. Die Schleichschützin. Aber sie wird jetzt ja gleich trotzdem sterben. Im Endeffekt, also ich habe natürlich diesmal gesehen, dass das Rathaus, beziehungsweise die Meisterhütte, dass die eingemauert ist. Und deswegen versuche ich da auf beiden Seiten schon mal ein bisschen aufzuräumen. Und wenn das aufgeräumt ist, auch wenn sie jetzt gerade gestorben sind, durch den Zerschmetterer. Ja, da drauf. Nummer 1. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Komm. Wie viel wird sie holen? Nein, ihr sollt doch... Oh mein Gott, jetzt gehen sie auf die Kanone drauf. Jetzt gehen sie auf die Kanone. Aber ich meine, es wird trotzdem reichen. Okay, die Kanone haben sich noch geholt. Die Meister da haben sich noch geholt. Da außen wird sie sich jetzt auch noch was holen. Ich lasse es natürlich laufen. Warum soll ich das auch abbrechen? Wäre ja blöd, wenn ich das jetzt abbrechen würde. Wir würden uns halt dann der Prozente berauben. Ich möchte natürlich auch noch gewinnen. Ja. Aber es sind, 12 Angriffe. Dann nochmal 12-mal Angriff gewinnen mit Hexen. Dann nochmal 12-mal Angriff gewinnen mit Kobolden. Oh, da zieht sich ja alles. Ist das ein Vorbote vom Update? Wie lange geht das? Nein, jetzt haben wir noch wegen einem... Oh. Naja, ich dachte, dass du denkst, dass ich jemanden beleidigt... Hä? Du hast... Moment. Du hast doch gar nichts geschrieben. Ja, Mann, immer dieser letzte Buchstabe. Hä? Manchmal verstehe ich die Community nicht. Ganz ehrlich, manchmal verstehe ich die Community nicht. Er hat doch nichts geschrieben. Ah, hier sind es nur 10 Sterne. 10 Sterne für so eine coole Rune. Setze Fortschritt. Gewinne Mehrspielerkämpfe. Da sind es, gewinne Mehrspielerkämpfe, also 12 Mehrspielerkämpfe gewinnen. Alles klar. Kurzer Cut. Wir suchen nochmal einen Gegner raus. Ich habe noch keinen Zauber bekommen. GG.
Bis gleich. Okay, WTF-Base gegen WTF-Base. Und hier habe ich auf jeden Fall die Hoffnung, dass wir das hinbekommen. Ich setze dir da mal da oben hin. Warte mal. König, Königin, du noch dahinterher. Ich werde mir den Warden... Den Warden sparen wir uns mal noch auf. Wer weiß, wofür wir ihn noch gebrauchen können. Wahrscheinlich gleich für die Lufttruppen. Die Hexen kommen auch noch hinterher. Da oben. Die Gladi lebt noch. Ja, die Gladi lebt noch. König lebt noch. Magier setze ich mal dahinter. Afghanistan-Clan. Und den werden wir jetzt zerlegen. Ich bin mal echt gespannt, was der eine Typ gleich noch schreibt. Einfach mal in den Clan kommen und sagen, was ist denn mit euch kaputt? Wieso? Ich habe doch gar keinen beleidigt. Das ist richtig. Du hast ja auch nichts geschrieben. Wie willst du auch jemanden beleidigen, wenn du nichts schreibst? Aber Luftabwehr ist jetzt schon mal auf der Seite kaputt. Oh, Luftfalle, Skelettfalle, kommt raus. Na gut. Ich habe ja noch ein paar. Ich habe ja noch ein paar Kobolde. Die muss ich ja auch irgendwie mal einsetzen. Nein, ich habe meinen Sprungzauber nicht gesetzt. Ich habe den Sprungzauber nicht gesetzt und jetzt weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Ah, blöd. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Die Frage ist jetzt auch, wo gehen wir mit den restlichen Truppen drauf? Ich habe ja gar nicht mehr so viele. So viele habe ich ja gar nicht mehr. Ich habe ja noch einen Freeze. Den Freeze machen wir da drauf. Warden hinterher. Wir werden natürlich den zweiten Stern nicht holen. In diesem Fall kann ich jetzt schon mal sagen, das wird nicht passieren. Ja, komm. Na, komm. Na, komm. Dann setzen wir es mal da drauf. Den Sprung. Der Sprung ist so eine Verschwendung gewesen, weil ich ihn nicht gesetzt habe. Nein. Oh, packt der da noch genau die Falle hin. Aber es zählt zumindest als Sieg, weil wir ja den Stern geholt haben. Da kann ich gleich nochmal einen Angriff machen. Im Nachtdorf mit den wunderbaren, tobenden Barbaren. Mit den ganz wunderbaren, tobenden Barbaren. Und morgen, kann ich schon mal sagen, morgen gibt es die volle Dröhnung. Clash, 3 Folgen. Morgen gibt es echt viel Clash. Viel, viel Clash morgen. Schaltet auf jeden Fall ein. Morgen gibt es coole Sachen. Und ich kann im Endeffekt jetzt eh nichts mehr holen. Ne? Alles ready, alles fertig und... Ah, ich hab's wieder weggedrückt. Ich hab es wieder weggedrückt. So sieht das aus. Oh, ich habe gestern übrigens noch eine inaktive Base geholt. Aber dank der Wartungspause heute ist es leider... Ja. Doch oben ist es zensiert. Hä? Aber er wurde doch da erst angenommen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Er ist doch neu im Clan. Er wurde doch da erst da. Er wurde von mir... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Das vor 5 Stunden? Ha. Ich raffe es nicht. Der eine Typ ist gegangen. Dann hat sich er beworben. Hat er was geschrieben. Dann hat er was geschrieben. Kann jemand Milchbubi annehmen? Aber Milchbubi konnte ich nicht annehmen. Ich kann euch auch sagen, warum. Weil er viel zu low ist. Deswegen habe ich ihn abgelehnt. Ihn habe ich auch abgelehnt, weil er noch ganz neu ist. Es hätte also auch nichts gebracht. Deswegen habe ich ihn angenommen. Aber bei ihm, ich habe keine Ahnung. Da steht doch nichts. Ich verstehe es nicht. So, jetzt will ich nochmal die tobenden Barbaren einsetzen. Da ist der Zerschmetterer. Den nehmen wir natürlich mal am Anfang direkt mit. Perfekt. Multimörser hat er ja eh nicht. Gibt's hier auf diesen unteren Ebenen noch nicht. Komm, hüpf drüber. Ja, hüpf drüber bitte. Hüpf drüber, Bogi. Jetzt bist du nämlich gleich tot. Zerschmetterer muss jetzt auch mal eben dran glauben. Ansonsten bleibt da gar nicht mehr so viel Spielraum für seine Fallen übrig. Ich meine, wo will er sie hinsetzen? Ist ja kaum Platz. Da war eine. Aber die Kanonen unten nehmen wir uns trotzdem mal eben vor. Und holen uns den ersten Stern. Holen uns jetzt gleich den zweiten Stern. Bitte. Zweiten Stern. Oh, aber wir haben eben mit 66% verloren. Und wir sind jetzt gerade noch weit weg von 66%. Wir sind nämlich gerade mal bei 55%. Ist außen noch was gewesen? Da oben wäre noch was. 60%. Könnte wieder eng werden. Ich will doch nur verstehen, was dieser Zuschauer von mir will. Ich will es doch nur verstehen. Hä? Oder bin ich
blind oder wie oder was? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall, komm, einen machen noch. Ich verstehe es nicht. Ich will es doch nur verstehen. Ich weiß es doch nicht. Uhrentum kann ich natürlich aktuell nicht machen. Luftbomben. Was? Ich weiß nicht, was er will. Ich weiß nicht, was er will. Ich habe es nicht durchblickt. Aber wir haben übrigens einen Arbeiter frei. Nehmen wir eben ganz schnell noch das mit. Haben auch, glaube ich, noch hier was zu tun. 15 Stück. Nehmen wir 13 mit. Nehmen wir 56 wieder mit. Und dann den Rest Hexen. Hoffentlich passt das noch. Die passen nicht mehr da rein. 4 Stück. 5 Stück. Perfekt. Es ist eigentlich echt eine blöde Taktik, dass du Hexen unterbringen musst und dass du noch Kobolde unterbringen musst und dass ich hier nicht weiß, was... Ich war vorhin im Mami-Clan. Ja, aber warum? Kommt er denn in Frage? Ich hab mir die besser nicht angeguckt. Sieht doch solide aus. Ich verstehe es nicht. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du im Clan bist. Mehr muss ich da, glaube ich, nicht zu sagen. Schmichael. Mein Name ist Schmichael. Ich bin von FC 50. Ich bin der Schmichael. Cooler Name. Nein, eine Mine. Das ist nicht cool. Noch eine Mine. Da hat jemand alle Minen, die es gibt, auf den Fleck da drauf gepackt. Nein, das wird mich den Sieg kosten. Das wird mich auf jeden Fall den Sieg kosten. Oh, was mache ich denn? Ich bin auch so blöd. Und nehme wieder... Ich bin so blöd und nehme die Schleichschützen dafür. Und habe jetzt keine Schleichschützen mehr für die Mitte. Das bedeutet, egal was ich jetzt mache, ich kann diesen Kampf nicht mehr gewinnen. Oder zumindest, ich kann keinen zweiten Stern mehr holen. Weil wir ja nicht in die Mitte an die Meisterhütte rankommen. Genau so sieht es aus. Wir können die Meisterhütte in der Mitte nicht mehr zerstören. 53%. Jetzt holen sich noch die Luftbomben. Jetzt holen sich wahrscheinlich sogar noch den Bogenturm. Dann sind es über 60% gleich. 66%. Es wird aber trotzdem nicht reichen gegen Schmichael. Gegen unseren Freund Schmichael. Ich bin mal sehr gespannt, Schmichael, was du jetzt geholt hast. Na, er hat uns rasiert. Böser Schmichael. Böser Schmichael. Gucken wir mal nach. Wer redet mit? Jetzt raten, aus welchem Land kommt unser Freund Schmichael? FC 50? Boah, ich weiß es nicht. Vom Namen würde ich schätzen Schweiz. Es könnte aber alles sein. Es muss nicht unbedingt was Deutschsprachiges sein. Nein, ich will nicht wiederholen. Ich bin blöd. Ich weiß. Nicht festgelegt. Schmirael Bill Cosby. Okay, es ist kein Deutscher. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen erst wieder in einer neuen Episode. Danke an 212TH, dass er diese Folge gefüllt hat. Ah nee, wir müssen ja noch was ausbauen, hab ich ganz vergessen. Ich hole jetzt einfach schon mal eben mein Dunkles hier rein. Wir sammeln mal eben. Jetzt sind wir bei 55.000. Bitte. Barbarenkönig? Königin? Wo bist du? Kann ich dich ausbauen? Königin? 50.000. Perfekt. Und dann bis morgen. Creator Code MBF angeben nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Kommentare schreiben nicht vergessen. Und dann bis morgen. Tschüss.